Ich sehe ganz oft Leute, ja, die sehen von Weitem so aus, als würden sie sich ganz intensiv mit einer Tafel Schokolade unterhalten. Aber was reden die? Was sind Sie denn? Ich bin eine Vollnuss. Das muss auch anders gehen, oder nicht? Verstehe ich nicht. Ich habe neulich einen gesehen, der hat am Bahnsteig auf seinen Zug gewartet. Der hatte sein Telefon in der Hand und er hat beim Warten auf seinen Zug hat er immer Folgendes gemacht mit dem Telefon. Der hat das Telefon so geschüttelt und dann hat er drauf geguckt. Dann hat er das wieder geschüttelt und wieder drauf geguckt und dann hat er das wieder geschüttelt. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie denn da? Und da hat er wörtlich zu mir gesagt, ich würfel. Der hatte eine Würfel-App auf seinem Telefon und hat sich damit am Bahnsteig ganz alleine den allerletzten Rest Selbstachtung aus den Fingern geschüttelt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum machen Sie das denn? Daraufhin hat er zu mir gesagt, ach, einfach nur Spaß for fun. Einfach nur Spaß for fun, hat er zu mir gesagt. Und in dem Moment wusste ich sofort, genau so wird mein nächstes Programm heißen. Johann König hat einfach nur Spaß for fun. Alter, sowas kannst du doch nicht ausdenken, oder? Einfach nur Spaß for fun. Wie kann man denn so mit die Sprache umgehen? Ja, aber ich meine, die Sprache wird ja oft verhunzt. Man merkt es bei den Friseuren. Die Friseure haben eigentlich damit angefangen. Ich habe einen Friseursalon neulich gesehen, den gibt es wirklich in der Nähe von Hamm. Dieser Friseursalon, wie gesagt, es gibt ihn wirklich. Der heißt Haare. Aber auf Englisch, also Hair. Und danach heißt er auf Deutsch vorragend. Der heißt hervorragend. Warum? Glauben die wirklich, dass irgendeiner zu seinem Kumpel geht und zu dem sagt, na? Wie sehe ich aus? Hervorragend, oder? Ja, was glaubst du, wo ich war? Und wo warst du? Also, so wie du aussiehst, warst du bei Herr Jemini. Was ist mit den Leuten los? Wirklich, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe die Deutschen nicht mehr. Auch wenn sie Deutsch mit mir reden. Ich verstehe nicht mehr, was sie sagen. Ich habe neulich mit einer deutschen Mutter gesprochen. Ich habe das nicht verstanden, was sie gesagt hat. Sie hat mit mir Deutsch gesprochen, aber was sie gesagt hat, das hat er nicht verstanden. Das war eine Mutter, die hat eine Tochter. Ihre Tochter ist mit meiner Tochter in derselben Klasse gewesen. Ja. Jetzt ist ihre Tochter nicht mehr in dieser Klasse. Und ich habe diese Mutter zufällig getroffen auf der Straße und ja, habe sie einfach angesprochen, habe gesagt, Mutter. Ja, ich kann mir keinen Namen merken, was soll ich machen? Mutter einer Tochter, ich kenne sie doch. Kommen Sie mal her. So, und dann habe ich diese Mutter gefragt, sagen Sie mal, warum ist eigentlich Ihre Tochter nicht mehr in derselben Klasse wie meine Tochter? Und daraufhin hat diese Mutter zu mir gesagt, ja, die Leonie verweilt noch ein weiteres Jahr in der dritten Klasse. Und dann habe ich gesagt, ach so, die Leonie ist sitzen geblieben. Und da hat sie gesagt, nein, die Leonie verweilt noch ein weiteres Jahr in der dritten Klasse. Und da habe ich gesagt,
Ja, genau. Die Leonie ist nämlich sitzen geblieben. Und da hat sie gesagt, nein, die Leonie verweilt einfach nur noch ein weiteres Jahr in der dritten Klasse. Und da habe ich gesagt, ja. Man könnte aber auch sagen, die Leonie ist sitzen geblieben. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, könnte man. Man sagt heute aber, die Leonie verweilt noch. Ja, hab ich verstanden! Doch, ich bin bescheuert, oder was? Die Leonie ist sitzen geblieben. Und zwar zu Recht. Und du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Und zwar zu Herrgott nochmal. Ehrlich, wenn ich so etwas höre, da könnte ich ungespitzt aus der Hose fahren. Papa, wenn ich eine Bank überfalle, sitze ich dann danach im Gefängnis? Mein Sohn, niemand sitzt im Gefängnis. Danach verweilst du einfach länger in einem abgeschlossenen Raum. Und zwar zusammen mit Leonie und ihrer Mutter.